neuen Trainer Wolfgang Frank doch einiges weitergegangen. Die Austria ist wieder ein Anwärter auf einen Spitzenplatz geworden. Die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft, die stimmt. Zwischen Trainer und Vorstand aber nicht immer. Und schon einige... Im Umfeld wird zu wenig profihaft gearbeitet. Da muss ich sagen, dass ich da nicht ganz so zufrieden bin mit dieser Entwicklung. Und ich habe das immer wieder auch angesprochen. Und es ist natürlich auch schwierig, von heute auf morgen da große Dinge zu verändern. Aber man muss tagtäglich daran arbeiten. Und ich hoffe, dass es einfach in naher Zukunft funktioniert. Arbeit, das Lieblingswort des Trainers als Motivation für seine Spieler. Ich glaube, vom professionellen Denken hat sich bei den Jungen einiges geändert, weil das wirklich super vom Trainer rüberkommt. Und also, weil das sieht man schon allein, wie der Trainer auftretet. Der beschäftigt sich, glaube ich, von 24 Stunden am Tag, glaube ich, 20 Stunden für Fußball und 4 Stunden wieder wahrscheinlich schlafen. Und allein am Platz, wie es sich gibt, alles 100%. Also von dem, da kannst du als Junge gar nicht anders trainieren. Die Reibereien zwischen Trainer und Clubführung hinterlassen auch sportlich ihre Spuren. Natürlich ist es irgendwo im Hinterkopf drinnen, dass immer wieder Sachen vorfallen, die nicht passieren dürfen in so einem Verein. Und darum wäre es sicher besser, wenn da ein bisschen ruhiger an die Sache herangegangen würde und dem, dass man auch in Ruhe arbeiten kann. Wie lange Frank noch Austria-Trainer bleibt, darüber gibt es keine genauen Auskünfte. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, da möchte ich auch gar nicht darauf antworten. Wir werden sehen, wie die Sache sich entwickelt. Ich hoffe immer und erwarte das Beste und das ist auch in diesem Fall so. Ja, ein Erfolg über den Tabellenletzten, über Admira Wacker Mödling, der war im sportlichen Budget von Austria Memphis ganz fix eingeplant. Schließlich haben die Niederösterreicher in den letzten 11 Spielen nur einen Punkt geholt. Einer, der im Horststadion aber zu gerne gezeigt hätte, dass er noch immer ein guter Stürmer ist, der war nur als Zuschauer dabei, nämlich Andreas Ogris. Ja, und er selbst meinte, aus dem Eck der Aussätzigen schaue ich mir dieses Spiel an. Zusammen mit seinem Freund Peter Stöger und seinen Mannschaftskollegen Nabekovas und Eigner, die auch noch nicht zum Zug gekommen sind heute im Horststadion gegen die Wiener Austria. Austria gegen Admira Mödling, ein Spiel, das nicht auf dem Totoschein aufscheint. Das hat seinen Grund. Zu eindeutig die Voraussetzungen. Admira Mödling noch ohne Erfolg in Auswärtsspielen. Ein Tor erst geschossen und das liegt über 2 Monate zurück. Nichtsdestotrotz, Sie haben es gesehen, die erste Chance hatten die Südstädter. Wolfgang Knaller hat gehalten. Die Austria ohne Schiener, ohne Schmidt und auch ohne die Stürmer Krinner und Brommeier. Und sie tut sich schwer gegen die dicht gestaffelte Abwehr von Admira Mödling. Hinzu kommt der nasse, glitschige Boden, der kein kontrolliertes Angriffsspiel bei den Wienern zulässt. Etwas zügiger die Aktionen bei den Konterstößen von Admira Mödling. Aber viel tat sich nicht in der Anfangsphase. Viel Bewegung dann auf der Osttribüne zumindest. Zuschauer wurden unter die überdeckte Nordtribüne gelassen. Der Regen, der nahm von Minute zu Minute zu. Julius Schimon, die Austria mit den Sturmspitzen, Belswick und Janeschitz heute und Rachimov aus dem Hinterhalt mit einem ersten gefährlichen Schuss. Kein Problem für Georg Heu, der bis Ende der Herbstsaison für den verletzten Ondruschka im Tor von Admira Mödling spielen wird. Und das ist keine leichte Aufgabe. Handarbeit von Milan Miklavic, der schon nach 25 Minuten Peter Mraz für den angeschlagenen Suchard ins Spiel bringen muss. Aber Admira spielt sehr gefällig in dieser ersten Spielhälfte. Sliwowski überspielt hier Wolfgang Knaller. Gugi und Ivanov auf der Linie. Linemeier, das hätte sein müssen, das 1:0. Ist den Rapid-Fans etwas aufgefallen? Ex-Rapidler Sliwowski mit der Vorlage, Ex-Rapidler Gugi mit dem Kopfball und Ex-Rapidler Ivanov auf der Gegenseite mit der Rettungsaktion. Ivanov steht viel, in dem Fall steht er aber goldrichtig. Heute ja Libero, Herbert Gager im Mittelfeld bei der Wiener Austria. Oh, wieder eine etwas verunglückte Abwehraktion von Ivanov. Nächste Chance für die Admira ist eine Minute später. Wieder Linemeier.
nach der Flanke von Schwenzer. Schimpft mit wem? Eigentlich müsste er mit sich selbst ein bisschen käppeln. Beatrice von Ivanov. Dann endlich traut sich einmal der Jürgen Leitner etwas und holt einen Freistoß an der Strafraumgrenze heraus. Foul von Schack, keine Frage, richtige Entscheidung von Schiedsrichter Drabek. Wenn der Ball ruht, dann hat einer zu arbeiten bei der Wiener Austria. Herbert Gager, knapp drüber. Nach 32 Minuten eigentlich erst die erste ganz gute Chance für die Austria. Ivanov, zu wenig Bewegung im Spiel der Austria, zu langsam im Aufbau. Pfeffer, Toni Pfeffer, schöner Pass auf Schimon und der Ball ist drin. Nach 42 Minuten unerwartet das 1:0 für die Austria. Nicht dem Spielverlauf entsprechend, schön die Vorlage von Toni Pfeffer und Julius Schimon mit Saisontor Nummer 6. Toni Pfeffer, nächsten Mittwoch Präsentation seiner neuen Single, Salz und Pfeffer der Titel. Julio Schimon mit dem Treffer. Und während die Vögel über das Hallstadion kreisen, hat ein anderer Vogel, ein ganz bunter, um sein Interview gegeben. Ja, an und für sich hätte man in Führung gehen müssen. Aber wie es halt immer ist, es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Wir haben die Chancen und die Gegner machen die Tore. Warum spielen Sie nicht? Ja, ich habe nach einer Verletzung, bin ich noch immer in der Vorbereitung, dass er so wieder fit wird. Weiß nicht, wie lange es noch dauern wird. Wenn wir schauen, wenn der Trainer sagt, dass wir wieder bei der Mannschaft trainieren. Sind Sie schon fit? Vom Körperlichen her, ja. Sind Sie noch glücklich bei Admira Wacker-Mödling? Sind Sie glücklich beim UEF? Nie um eine Antwort verlegen, der Andreas Ogres. Sind doch alle glücklich beim UEF. Ja, zurück zum Spiel. Admira Mödling nach verkorksten 45 Minuten. Unter Druck zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Schimon holt hier einen Eckball heraus. Gute Nachricht auf jeden Fall für Andreas Ogris sowie für Nabekovas und Aigner. Nächste Woche sollen sie laut Trainer Mikavic dabei sein. Aber die Gegenwart, die sieht im Moment negativ aus. 2:0, Schießwalter Torschütze, er hat vorbereitet. Herbert Gager mit diesem Eckball. Georg Heu nicht immer sicher, zum zweiten Mal an diesem Nachmittag geschlagen. Schon in der 47. Minute das 2:0. Wieder Eckball. Über Gager, Schuss von Gager, Rachimov. Jetzt die Austria übernimmt. 40 Minuten hatten die Mödlinger das Spiel unter Kontrolle. Jetzt liegen sie 0:2 zurück. Viele Fehler auf beiden Seiten, Schwellensattel. Aber einmal mehr scheitert er an Wolfgang Knaller. Sie sehen, es geht viel hin und her, spielerisch bietet das Spiel nicht allzu viel. Jürgen Leitner wieder. Ball kommt zu Janeschitz, hat viel Zeit, Vorlage für Schimon und das 3:0. Zugleich die Entscheidung in diesem Spiel. 64. Minute, Tor Nummer 2 in diesem Spiel, Tor Nummer 7. In dieser Saison, Julio Schimon nach schöner Vorlage von Thomas Janeschitz. Ganz elegant hat er das gelöst. 3:0 für die Wiener Austria. Gibt es nach dem 1:6 im ersten Spiel wieder ein Debakel für Admira Mödling. Georges Datoro, kurz zuvor ins Spiel gekommen, sein Schuss gefährlich abgefälscht. Bringt aber auch nichts ein. Admira bemüht, aber im Abschluss einfach zu harmlos. Schwellensattel gegen unter Siebenbrunn hat er noch zweimal getroffen. Heute aber scheitert er immer wieder an Wolfgang Knall. Trotz 3:0 Führung, ganz glücklich kann er mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht sein. Wolfgang Frank
sind schon in der Schlussminute. Breu, für Janischitz ins Spiel gekommen, legt herrlich auf für Schimon und beinahe sein drittes Tor. Es war die letzte Szene in diesem Spiel. Admira Mödling ergibt sich ihrem wöchentlichen Meisterschaftsschicksal. Die Austria-Fans wissen, wem sie das 3:0 in erster Linie zu verdanken haben. Doch noch ein klarer Sieg für die Austria und das war letztlich auch erwartet worden, denn dieses Spiel schien nicht einmal auf dem Totoschein auf. Die Interviews führt Wolfgang Kocsi und für den Admira Wacker Mödling-Trainer Milan Miklavic stand das Spiel unter dem Motto der vergebenen Torchancen. Was haben wir in der ersten Halbzeit gespielt und Chancen außer gespielt? Ich glaube, muss mindestens ein oder zwei Tore schießen und dann ist sicher aus, der nicht mehr so stark zweite Halbzeit. Das haben wir nicht gemacht und dann hat Austria zweite Halbzeit das ausgenutzt, was haben wir vorher, erste Halbzeit nicht gemacht. Das hat das Glück gefehlt? Gut. Oder das Können? Ich glaube alle beides. Weil ich glaube, 45 Minuten haben wir hier gespielt und wenn wir aus dieser Chance keine Tore machen, dann weiß ich nicht, wann werden wir Tore machen. Die erste Halbzeit war natürlich eher ein Gekicke, würde ich mal sagen. Es war keine geplante Aktion. 2:1, der geschlagene Franz Almer.